Zusatzfrage stellt die Abgeordnete Frau Purcella. Bitte sehr, guten Morgen. Guten Morgen, Herr Minister. Sie haben jetzt schon sehr viele Details erläutert aus der Corona-Job-Offensive. Es sollen eben 100.000 Menschen wieder in Beschäftigung gebracht werden. Und ich möchte jetzt gerne noch von Ihnen im Detail wissen, wie die Frauen ganz besonders berücksichtigt werden innerhalb dieser Offensive. Wie schon erwähnt, sind es mehr Frauen als Männer, die im Moment in dieser Corona-Job-Offensive Qualifikationsprogramme durchlaufen. Übrigens, das habe ich noch nicht gesagt, deswegen ergänze ich es jetzt noch. Es sind auch mehr Frauen als Männer, die den Bildungsbonus erhalten. Den Bildungsbonus bekommt man, wenn man mindestens 4 Monate in einer geförderten Qualifikationsmaßnahme ist. Das zeigt also auch, dass es nicht nur kürzere Kurse sind, die jetzt Frauen absolvieren. Es sind tatsächlich substanzielle Qualifikationsprogramme. Ein Grund dafür ist sicher auch, dass ein Schwerpunkt der Bereich Gesundheit und Pflege ist, wo Frauen natürlich überrepräsentiert sind. Wir haben den Bereich der Mittel für Frauenprogramme, die 60 Millionen, da kommen zum Beispiel Frauen in Handwerk und Technik. Und weiter das Ziel, klarerweise ist auch ein wichtiges Ziel, dass Frauen insgesamt bei allen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen um 3,5 Prozentpunkte mehr gefördert werden, als ihr Anteil an der Arbeitslosigkeit ist. Das gilt weiterhin als generelle Zielvorgabe für das AMS.